meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Rezension zu Bitter and Sweet Geteiltes Blut geben. Das Ganze ist geschrieben von Linnea Harris und der zweite Band der Bitter and Sweet Trilogie. Falls ihr den ersten noch nicht gesehen habt oder gelesen habt, dann schaut euch bitte die Rezension zu Band Nummer 1 ein, weil ich sonst das Gefühl habe, dass ich euch eventuell spoilern könnte. Eigentlich achte ich da zwar drauf, aber trotz alledem empfehle ich es euch. Ich verlinke euch die Rezension mal in der Infobox und blende euch das gegebenenfalls hier als Infocard ein und dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Und ja, das Ganze ist erschienen im Ivy Verlag und kostet neu 12,99 Euro. Ich verlinke euch das Buch auch in der Infobox, dann könnt ihr da vorbeischauen. Band 1 verlinke ich euch auch und den Verlag und blende euch alles ein. Von daher, keine Sorge, ihr werdet alles erfahren. Und in der Geschichte von Band 1 geht es halt um Jill. Und Jill erfährt von ihrer Tante an ihrem 17. oder 16. Geburtstag, ich weiß das gar nicht so genau, dass sie von Hexen abstammt. Und dann soll sie auf die, wie heißt sie, Winterfold Academy gehen und dort sieht sie sich mysteriösen Wesen gegenüber und die Mächte der Dunkelheit scheinen nach ihr zu streben. Was genau dahinter steckt, das findet sie nach und nach im ersten Band raus und im zweiten geht es dann halt weiter und auch hier kommt eine neue Figur hinzu, die ihr Leben nicht gerade einfacher macht und die Ereignisse überschlagen sich auch stellenweise. Was es damit auf sich hat und so weiter und so fort, müsst ihr selber lesen, wenn ihr Band Nummer 1 oder 2 zur Hand nehmt. Und ja, das war es erstmal zum Inhalt. Ich habe das erste Buch ja wahnsinnig gemocht. Das hat mir echt gut gefallen. Das ließ sich sehr schnell und einfach lesen. Das geht so auch in Richtung Mythos Academy und alle, die halt so Internatsgeschichten oder Academy-Geschichten mögen, die sind hier absolut richtig aufgehoben. Es gibt hier nicht nur Hexen, sondern auch andere Wesen der Nacht sozusagen. Mehr will ich, glaube ich, gar nicht verraten. Wobei, wenn ihr Band 1 gelesen habt, wisst ihr das. Wenn noch nicht, dann findet ihr das auf jeden Fall heraus. Und ja, ich fand Jill am Anfang hier immer noch sehr tough und sehr sympathisch. Dann sind so einige Ereignisse geschehen, wo sie doch sehr düster wurde und in so ein dunkles Loch gefallen ist. Das hat mir nicht mehr ganz so zugesagt, weil man sie so halt einfach nicht kennt und das war ein bisschen anstrengend. Ansonsten aber gut, also sie hat eine gute Entwicklung hingelegt. Sie hat neue Erkenntnisse gezogen, die sie natürlich etwas über den Haufen geworfen haben, was auch total verständlich ist. Ich fand es schade, dass ihre Freunde und auch so eine Figur, die neu, also es gibt noch so eine Figur, die hat so, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, das ist so wie, ich kann das gar nicht genau benennen, das ist so wie bei Mythos Academy zum Beispiel das Schwert von Gwen und so eine Figur. Es ist kein richtiger Mensch, sondern ein Wesen und diese Figur, die hat für mich irgendwie zu wenig Raum gekriegt. Die hätte für mich ruhig noch mehr Raum haben dürfen. Die fand ich nämlich wahnsinnig interessant und die hatte einen sehr charmanten, lustigen Charakter, den ich total gerne mochte und von dem ich echt noch mehr gehört hätte. Und allgemein, ihre Freunde sind hier sehr in den Hintergrund gerückt, hatten wenig Raum. Irgendwie ist die Geschichte auch so an mir vorbeigeflogen. Ich finde, so richtig intensiv die Sachen hängen geblieben sind nicht, weil das hier so ein typischer zweiter Band auch gefühlt war. Es ist, stellenweise haben sich die Ereignisse überschlagen und dann gab es aber ganz lange Stellen, wo nicht viel passiert ist. Und das fand ich sehr, sehr schade. Ich bin auf jeden Fall auf das Finale jetzt gespannt. Ich weiß auch nicht, wie das Ganze ausgehen soll, weil ich keine Vorstellung darüber habe, was die Autorin jetzt macht als nächstes. Wobei doch irgendwie schon, aber es ist so zwiespältig. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann mich da nicht so ganz reinversetzen. Auf jeden Fall fand ich diesen Band schwächer als den ersten. Daher hat er von mir 3,5 Sterne gekriegt. Auf Goodreads habe ich dem, glaube ich, 4 gegeben, weil man ja keine halben Sterne verteilen kann. Und ja, schade, aber jetzt auch nicht schlimm, weil ich werde den dritten auf jeden Fall lesen. Dann soll es ja wohl, habe ich bei Jenny gehört, noch ein Spin-off dazu geben, wo es dann auch irgendwen anders geht. Ich bin gespannt und würde sagen, das war's schon von diesem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das Buch gefallen hat, ob ihr die Reihe schon angefangen habt oder noch lesen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Video. Bye!